Hallo, willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Paragonia. Und wir sind immer noch damit beschäftigt, uns hier die Insel untertan zu machen, sie zu erobern. Ja, und sie von den Dieben und Banditen zu befreien. Mann, Knoten aus der Zunge. So, okay. Läuft. Das läuft nicht so sehr. Okay, naja, immerhin. Wir haben ein bisschen Eisen auf der Tasche, das ist schon mal nicht verkehrt. So, was ist hier los? Wir haben hier einen Wachturm besetzt mit entsprechenden Wachleuten. Alle erreichbaren Territorien in Reichweite eingenommen. Das ist nicht zufälligerweise der Wachturm, den ich vor relativ kurzer Zeit gebaut habe. Und die erzählen mir gerade, hier geht nichts mehr. Kommt blau. Patrouille, nein. Bla. Jetzt gehe ich nur bis dahin und dann ist Ende Gelände. Okay. Sich hier so weit ausweitet. Ja, Moment, Augenblick. Da habe ich einen, das ist auch das gleiche. Okay, ich war ja gerade die Überlegung. Hier irgendwo einen Wachturm hinzusetzen. Frage ist, bringt das was? Gut, wenn wir den jetzt sowieso schon hier haben. Wachturm. Könnte ich hier einen hinbauen? Tut das auch, ja. Selbst hier würde es, glaube ich, nee, hier geht es nicht. Weil da bin ich hin. Weil da ja noch sozusagen fremdes Gebiet und so. Ja, die bestehen mir immer noch was. Dann würde ich sagen, ich versuche das mal hier mit. Setz den mal da so hin. Der kann dann weg. Reißen. Jo, leider ja. Und dann müsste ich versuchen, mir hier so einen Weg zu erkämpfen. Komme ich hier durch? Okay. Dann machen wir das so. Schlicht und ergreifend. So, dann wäre das der nächste Kollege, den ich dann einsetzen würde. Und der käme immerhin. Okay. Oha. Yeah. Dann ist das so. Erstmal bis hierhin. Oder das wäre so der Fokus. Na gut, da gibt es Stein und Kupfer, aber auch ein bisschen Eisenerz sehe ich gerade. Das ist cool. Das ist nicht verkehrt. Vor allen Dingen würde dieser baufällige Turm dann auch in unsere Hände fallen. So, das wäre dann aber nur die Hälfte der ganzen Geschichte. Weil, wie ich sehe, da gibt es Ärger. Und da muss ich. Du bist von ihm angegriffen. Ja, gut. Ja, alles klar. Das war nicht gut, aber. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Die sind noch ein bisschen weiter weg und die greifen hier die Entdecker an. Und das ist immer noch was anderes, als wenn sie, ne,
die Leute im Dorf angreifen würden. Was vielleicht auch passiert. So, wir haben hier einen Wachturm mit Soldaten und wir haben da einen Wachturm mit Soldaten. Das ist soweit erstmal in Ordnung. Dann würde ich hingehen wollen und ja, weitere Wachtürme bauen. Einen hier. Allerdings. Achso. Oh, Moment. Dass mir das gerade einfällt. Allerdings nicht mit diesen. Auch nicht mit diesen, aber mit jenen. Vielleicht auch erstmal nur mit jenen. So. Okay. Das wäre der zweite Wachturm, den ich dann brauche. Direkt Anschluss dort. Und einen weiteren Wachturm. Moment. Direkt in der Nachbarschaft. Okay. Würde ich dann noch so machen wollen. Da gehen wir jetzt ganz anders vor. Da würde ich ganz gerne Waldläufer nehmen, wegen den Dieben. Ja, damit wir die entsprechend da enttarnen können. Und die können ja auch gegen Diebe kämpfen. Ich denke, das ist machbar. Ein machbarer Weg. So. Das heißt, ich würde beispielsweise diesen Wachturm auflösen. Das Militärcamp. Ja, gut, das kann man machen. Gebäude abreißen. Jo. Das kommt weg. Den lasse ich nochmal hier, sicherheitshalber. Und das heißt, ich brauche weitere Waldläufer. Und da haben wir ein kleines Problem. Ich brauche leichte Rüstungen. Da ist noch ein Rucksack in Arbeit, den sollen sie auch noch fertig machen. Okay, lass mich mal kurz schauen. Gib mir mal einen Moment. Da kriege ich eine Jagdhütte hin, das sollte kein Problem sein. Nahrung. Jagdhütte. Da ist Getier jede Menge. Okay, jetzt mal. Moment. Geht das? Das geht. Und da eine Jagdhütte hin. Und in der Hoffnung, dass die entsprechend Leder auch ne, produzieren können. Nein. So, du darfst dann hier bitte schön jagen. Ich gehe durch. Wir haben auch alles eingenommen. Ja gut, das ist gar nicht mal so verkehrt. Kehrt, wenn ich die nicht mehr brauche. Ich habe hier einen Wachturm. Wenn ich diesen hier nicht mehr brauche. Und dann kann der eben weg. Sorry. Glaube. Es macht dann mehr Sinn, die Jagd hier hinzusetzen. Da sind die Wege etwas kürzer. Jagdhütte. Krieg ich hier hin. Das passt.
sehr gut, sehr gut. So. Fokuspunkt dann eben hier hin. Ne, kann ich die Straße hier weiter benutzen und wie gesagt, das ist ein bisschen näher an, als wenn ich da irgendwelche weit verzweigten Wege gehen muss. Unabhängig davon. Warte mal, warte mal. Krieg ich einen Weg hier hin? Irgendwie? Krieg ich. Cool. Gefällt mir. So, dann haben wir das hoch. Dann kann ich nicht mehr bekloppt. Ich muss hier dringend handeln. Okay, kämpfen. Wo sind die? Wo kommen die? Probier mal was. Okay, ich brauche hier weitere Wachtürme. Ich muss beziehungsweise die ich habe, die muss ich weiter verlegen. Und das bringt sonst nichts. Den Flöcken hier bis dahin so ran. Yeah. Was mache ich da? So. So, hier brauche ich diese Leute. Auf jeden Fall brauche ich die dort. Dieser Art, in dieser Ecke. Aber auch Soldaten. Moment, Moment, Moment. Ein weiterer Wachturm soll dann hier entstehen. Hier so vielleicht. Macht das Sinn? Moment, Augenblick, komme ich da aber irgendwo durch? Weil ich hier auch noch irgendwo Banditen gesehen. Da grast irgendwas rum. Ich würde hier vielleicht einen Wachturm hinsetzen wollen. Okay. Was war das denn jetzt? Okay, einmal zu viel geklickt. Eventuell mit Soldaten bestückt. Schauen wir mal. Erstmal die beiden. Ach so. Und vielleicht hier noch ein Wachturm. Ach, Heidi. Und das ist besser. Mit daran wachen. So. Sollen dann natürlich hier auch das Gebiet entsprechend erkunden beziehungsweise erweitern. Ich sag mal erstmal so hier in diesem Bereich.
Okay, das ist mal so, so weit der Plan. Das heißt, den bin ich eh quitt. Das Ding reiß ich mal ein. Da werden dann die 10, die sollen dann hier demnächst ihrem Dienst versehen. Du kannst von einer Fliege angegriffen. Hilfe. Würde auch den auflösen. Ich würde auch den auflösen, damit die dann halt hier ihren Dienst versehen können. Wir müssen immer so langsam auf die Pelle rücken, geht halt nicht anders. Was ist hier los? Hey. Ernsthaft? Kann gar nicht sein. Wie ist das möglich? Alle erreichbaren Territorien werden in Reichweite angenommen. Das ist hier komplett unbekannt. Moment, in Reichweite heißt, die kommen da nicht hin. Oder kommt über das Gebirge nicht rüber? Wo brennt das jetzt? Ich meine, gut, wenn ich hier nichts machen können, dann ist das so. Moment, Soldaten. Okay. Dann mache ich das anders. Der Turm bleibt, aber hier werden ebenfalls Soldaten ihren Dienst versehen. Und das andere müssen wir gucken. Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, um das da nicht mit dem. Warum die da nicht weiter können. Wie gesagt, das Einzige, was ich mir erklären könnte, ist, dass die hier irgendwie nicht hinkommen. Ja, hier ist Grenzgebiet, ne? Hier ist halt ist das andere Dorf. Das Gebirge könnte sich als für sie nicht überwindbar irgendwie darstellen. Oder vielleicht ist ja auch Grenzgebiet, aber hier ist, nee, Grenzverlauf ist nur hier. Und ich wüsste nicht, dass wir das hier eingenommen haben in irgendeiner Form, weil hier ist ja noch, ne, der Nebel des Unbekannten. Dann wäre das ja bekannt hier normalerweise. So verstehe ich das zumindest. Und ich meine, das wäre bis jetzt auch immer so gewesen, dass, ne, wenn mal irgendwas bekannt wäre hier, ne, also der Grenzverlauf entsprechend weitergewandert ist, dann hier auch nichts mehr mit Nebel und so ist. Ja. Okay. Na gut, wenn die jetzt frei werden, die Leute, dann können die da eingesetzt werden. Alles andere muss ich gucken. Okay, da die Soldaten demnächst. So weit, so schlecht.
vielleicht mir nicht zu viel auflösen, weil wir hier schon wieder mit angegriffen werden. Achso. Okay. Ups. Uiuiui. Die halten sich alle auf. Nee. Sind das alles Diebe? Jo. Ja. Das ist nicht gut. Die treiben sich hier nach wie vor. Moment. Wie sieht das hier aus? Okay. Da könnte ich jetzt erstmal 10 Leute fordern. Das geht schon mal. Dann... So. Auf jeden Fall. Wie weit sind wir mit dem Jagdhäuschen? Sehr cool. Dann, das müsste mit der Lederproduktion dann auch ein bisschen fixer gehen, hoffe ich. Wie sieht's hier aus? 4 fortgeschrittene Soldaten, 8 Veteranwachen, 13 Wachen der normalen Art. Veteranwachen. Kriegchen. Würde ich ganz gerne noch 10 zusätzliche ordern für den Fall des Falles. Wir brauchen auf jeden Fall wahrscheinlich Leute. Ich denke mal, das ist nicht verkehrt. Ansonsten, wie gesagt, habe ich hier noch Reserve. Was ist hier los? Das sind auch Veteranwachen, die nicht mehr. Weiter vordringen können. Dann kann ich die auch beisetzen. Leben schwer. So, Kohle. Da ist nichts mehr. Hier wird nichts mehr abgebaut. Reserven sind auch aufgebraucht. Das heißt, das Ding kann weg. Achso, jetzt war ich so schnell. Moment. Da wird Kohle abgebaut. Das ist cool. Das hat sich erledigt. Das Teil ist auch weg. Moment mal, hier ist noch Kohleabbau. Achso, der ist das. Alles klar. Dann kann der auch. Jo. So. Steinbruch arbeitet, Steinmetz arbeitet. Alles voll. Okay. Oder macht es Sinn, den Turm einzureißen? Vorsichtshalber! Na, erstmal die Kapazitäten nutzen, die man hat, bevor man anfängt, irgendwie weitere zu ordern. Und das sollte jetzt eigentlich klappen, wenn ich die, dadurch, dass ich die 1-2 gegeben habe, sollten die hier hinmarschieren können. Die Frage ist.
irgendwie. Kriegt er das hier nicht umgezwitscht? Kann das sein? Weil hier immer noch diese Fahne auftaucht, obwohl ich hier gesagt habe, also Wachen bitte keine mehr. Und ich jetzt ja diesen Switch gemacht habe, hier bitte, ne, jetzt auf Soldaten und so. Irgendwie was anderes falsch gemacht oder so, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ansonsten, wenn es nicht anders geht, muss ich das Teil abreißen und nochmal neu hochziehen oder so. Wege. Moment mal. Da liegen noch Ressourcen rum, aber hier ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Kann der hier auch nicht stecken. Einen Moment. Ah, ich habe keine freien Veteranen, Soldaten. Moment. Das erklärt natürlich einiges. Die sind schon anderweitig jetzt eingesetzt worden, denke ich mal. Ich schaue mich mal um. So, hier ist. Waldläufer sind hier angesiedelt. Da haben wir Veteranensoldaten, die aktiv durch die Gegend spazieren. Okay. Da habe ich meine Veteranenwache. Also ich sag mal, einer von beiden reicht. Dann würde ich den hier einreißen. Kommen dadurch die Leute frei. Kupfertage. Oh. Kein Kupfer mehr. Was ist das denn? Ganz was Neues. Wenn da auch nichts mehr auf Lager ist und so weiter, kann das Ding weg. So, ja, ihr seht mich vielleicht ein bisschen ratlos. Aber es geht mir halt darum, dass ich hier die Leute entsprechend... Ah! Alles klar, besetzt bekomme, das funktioniert jetzt, Gott sei Dank. Immerhin. Ja gut, wie man so schön sagen würde, so der Frontverlauf. Böses Wort irgendwie, aber ja gut, es trifft halt die Situation. Der Frontverlauf ändert sich so ein bisschen. Wir rücken weiter vor. Und ich bin doch schon wieder weit über meine Zeit hinaus. Aber ich versuche halt hier, ne, so die letzten Banditenlager und Liebeslager und so weiter loszuwerden. Und da müssen wir halt Dinge tun. Das geht nicht anders. Und das erfordert auch immer mal wieder, dass ich mal hier gucke und da gucke. Das ist auch so. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit einer weiteren Folge von Rudi Ratlos. Ja, nein, ganz so ratlos bin ich nicht. Also das bin ich nicht. Okay. Danke für euer Dabeisein. Danke für dein Dabeisein, für eure Unterstützung. Für deine Unterstützung. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge
wieder. Mal schauen, wie wir dann vorgehen, ob ich direkt angreifen kann und wo ich angreifen kann. Schauen wir mal, um hier der ganzen Geschichte mal so ein bisschen Herr zu werden. Damit wir hier auch das Ganze mal endlich zum Abschluss bringen können. Das zieht sich ja jetzt schon ewig hin, hier mit der neuen Insel. Mit der neuen alten Insel. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Genießt die Zeit.